Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, AJ. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel in den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte, und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, AJ. Nun geh! Sag's ihnen! Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern.
Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Nimm was zum Brandstiften. Du brauchst es. Hey Jay, schön dich zu sehen. Das hätte ich nicht genommen, aber okay. Los, probier dein neues Spielzeug da drüben aus. Eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Pfades. Warum setzt ihr euren aussichtslosen Kampf fort? Merkt ihr nicht, dass eure Verblendung Leben kostet? Das Töten kann aufhören. Ihr müsst euch nur ergeben. Stellt eure Angriffe ein und Pagan Min wird uns in eine neue Ära des Friedens führen. Möge sein Licht uns alle erleuchten. Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Kyrat. Gewähren Sie in jeder Zeit Vorfahrt und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie sich ihnen nähern. Befehlen der Royal Army ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Möge Pagan Mins Licht Sie alle erleuchten.